Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Atmel 328P mit einem Arduino programmieren könnt. Viel Spaß! Schauen wir uns mal kurz die physischen Daten an von dem ATmega 328P. Er besitzt einen Speicher von 32 KB, das heißt, es reicht für die meisten Projekte locker, also wie ein Arduino Uno halt. Er hat einen internen Quarz von 8 MHz und er hat eine maximale Packung von 20 MHz. Wenn wir den Arduino hier jetzt mit einem 20 MHz, also die volle Leistung rausholen möchten, brauchen wir noch einen 20 MHz Quarz. Auf dem Arduino-Board ist ein 16 MHz Quarz verbaut. Wir zeigen euch gleich, wie man den internen Quarz und auch den externen Quarz benutzen kann, mit Hilfe der Software. Wir haben 23 I/O, also Ein- und Ausgangspinne, und viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Zum Ansteuern des Mikrocontrollers brauchen wir nicht viel. Wir benötigen unseren Arduino, ein Steckbrett, ein paar Kabel, eine LED zum Testen und das war's auch schon. Ich habe jetzt hier nochmal ein Kit, das stelle ich euch jetzt auch nochmal kurz vor. Nun möchten wir uns nochmal das Arduino-Kit anschauen. Hier sind alle wichtigen Komponenten mit dabei zum Ansteuern des Mikrocontrollers und auch noch mehr. Wir schauen hier einmal rein. Wir haben hier einmal ein paar Anleitungen. Hier eine Werbung, hier eine Anleitung, wie wir das Ganze zusammenbauen können. Hier ist der ATmega und hier ist eine Halterung, wo wir den reinklipsen können. Die Halterung können wir auf eine Platine löten. Hier haben wir noch Kleinigkeiten, unter anderem ein Quarz, womit wir einen höheren Takt vorgeben können, ein Spannungswandler, noch ein paar Kontroll-LEDs. Im nächsten Schritt müssen wir natürlich unseren Arduino noch verkabeln. Hier haben wir einmal diese Schaltung ausgedruckt. Diese Schaltung findet ihr auch noch mal im Internet. Dazu habe ich euch einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Hier sehen wir die beiden Kondensatoren, hier die 22 Farad-Kondensatoren. Hier ist der, ich nutze jetzt hier einen 16 MHz Quarz. Solltet ihr auch nutzen. Der ist in diesem Standalone-Kit enthalten. Wir benötigen ein Arduino und natürlich den Mikrocontroller. Wir müssen das jetzt 1:1 wie auf diesem Foto mit dem Arduino verbinden. Dann bis gleich. Bevor wir uns den ATmega mit dem Arduino verbinden können, müssen wir noch schnell ein paar Sketche auf den Arduino laden. Einmal gehen wir unter Datei, Beispiele, Arduino ISP, Arduino ISP. Dann öffnet sich dieser Sketch hier. Ich habe jetzt hier ein Arduino Uno angeschlossen an COM3 und den müssen wir jetzt hier einmal uploaden. Falls das nicht funktionieren sollte, müssen wir nochmal den Ground bzw. die Plus 5 Volt von dem Arduino mit dem ATmega abklemmen, weil sonst könnte es da Probleme geben. Gut, das Ganze hat jetzt funktioniert. Jetzt können wir hier einmal auf diese Webseite gehen. Hier sehen wir jetzt nochmal den kompletten Aufbau. Den können wir jetzt aufbauen bzw. mit dem Arduino verbinden und dann sage ich mal bis gleich. Nun müssen wir natürlich noch den Bootloader draufladen. Der Bootloader sagt dem ATmega, mit welchen Komponenten er ausgestattet ist. Ist er mit einem 16 MHz Quarz oder soll er seinen internen Quarz nutzen? Das Arduino Board hat ja auch einen 16 MHz Quarz, also hat die gleichen Hardware-Komponenten wie unser ATmega, wie wir den jetzt angeschlossen haben. Daher können wir als Board Arduino Geno Uno eingeben. Mal ganz nebenbei, mein Arduino ist jetzt hier auch am PC. Jetzt können wir auf Bootloader brennen gehen. Und nach wenigen Sekunden sollte dort Bootloader wurde gebrannt. Dann ist das erfolgreich und wir können nun unseren Sketch drauf spielen. Hier haben wir einmal unseren Sketch. Hier sollen die LED leuchten an Pin 13. Und den können wir jetzt abladen. Und jetzt aufgepasst, wir müssen die Shift-Taste drücken, also die Taste mit dem Pfeil nach oben. Und dann steht hier in dieser Message-Board Hochladen mit Programmer. Ja, das wollen wir, weil der Arduino unser Programmer ist. Falls wir es nicht machen sollten, kann es zu Fehlern kommen. Natürlich heißt das jetzt nicht, wir können normalerweise das auch normal uploaden, aber um Fehler zu vermeiden, drücken wir besser die Taste. Okay, wir können jetzt alle Kabelchen vom Arduino zum Mikrocontroller wieder lösen. Also hier an Pin 13, 10, Reset-Pin können wir alle wieder lösen. Jetzt müssen wir allerdings jetzt hier noch unseren Quarz einbauen. Nach der Anleitung eigentlich auch nicht sonderlich schwer. Den mit Plus und Minus verbinden. Ich habe jetzt hier eine LED programmiert an Pin 9, dass sie ein paar Mal pro Sekunde blinken soll.
Und hier habe ich noch Plus und Minus. Den Arduino werde ich jetzt hier als Stromversorgung nutzen. Dazu müssen wir jetzt hier diesen Arduino hier das reinstecken. Selbstverständlich können wir auch eine andere Stromquelle nehmen. Wir müssen jetzt nicht so ein Arduino nehmen. Wir könnten selbstverständlich auch jetzt eine Batterie nehmen. Und es hat funktioniert. Die Lampe blinkt jetzt schnell. Natürlich können wir damit auch ein Display wie mit unserem normalen Arduino ansteuern. Das ist kein Problem. Falls es bei euch nicht geklappt hat, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, schaut euch die Schritte nochmal in Ruhe an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert diesen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen und dann bis zum nächsten Mal.